Ja, und willkommen. Ich habe mir gedacht, dass ich jetzt mal ein bisschen die neue Mass Effect Legendary Edition spiele und die Gameplays halt noch mit aufzeichne. Vor allen Dingen den ersten Teil habe ich noch gar nicht gespielt, die beiden anderen kenne ich. Ja, und ich freue mich drauf. Und dann würde ich sagen, dann geht's mal los. Mic feedback on. Auf geht's. Jetzt ziemlich lange, wenn das wirklich der Ladebildschirm ist. So funktioniert das also. Alles gut. Dann neue Karriere starten. Willkommen in der Datenbank des Allianz Militärs. Geheime Informationen angefordert. Sichere Verbindung wird aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu Ihrem Profil zu erhalten. Achtung, fehlerhafte Dateien entdeckt. Bitte stellen Sie Ihr Profil wieder her. Zeit vor dem Dienst bestätigen. Psychologisches Profil bestätigen. Skrupellos, nee. Ich würde sagen, wir sind Kriegsherr. Militärische Spezialisierung bestätigen. Gott, ich weiß das alles gar nicht mehr. Oder technische, genau. Das sind die technischen und die Experten waren die rein mit den. Gesichtsidentifikation Geotik. Bestätigen. Kann man ändern? Gesichtsidentifikation bestätigen. Profilwiederherstellung beendet. Identifikation ja, bestätigt. So. Eine Squad-Stufenskalierung. Aha. Machen wir legendär. Defensiv, Untertitel, machen wir mal einen Autosprecher. Tutorial, ja. Kampfschwierigkeit, was gibt's denn? Okay, ja, ich glaube, wir lassen normal einfach mal zum Durchspielen für die Story. Was wissen wir über Shepard? Sie wurde auf der Erde geboren. Über ihre Familie gibt es keinen Eintrag. Sie hat keine. Sie ist quasi auf der Straße aufgewachsen. Sie hat gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Sie hat sich beim skylianischen Angriff bewährt. Sie hat die Bodentruppen des Feindes aufgehalten, bis Verstärkung eintraf. Ihr allein ist es zu verdanken, dass es Elysium noch gibt. Ihr Mut steht außer Frage. Die Menschheit braucht Helden. Und Shepard ist dafür unsere beste Wahl. Ich stimme dafür.
Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Alle Stationen sichern für Transit. Grünes Licht. Annäherung eingeleitet. Kontakt in 3, 2, 1. Let's go. Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interne Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. Sie gehen vom Schlimmsten aus. Berufsrisiko. Wir gehen nirgendwo hin, es sei denn, es gäbe einen guten Grund dafür. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Ich bin unterwegs. Schon mal bemerkt, dass der Captain immer genervt wirkt? Nur wenn er mit Ihnen spricht, Joker. Ach, kann ich vor 14 Uhr stellen? Okay. Tagebuch? Ah, da müssen wir was, ja. Sprechen Sie mit dem Captain. Okay, das ist das Punktesystem. Ich würde sagen, den scannen wir schon mal. Warp auch. Ja, nehmen wir auch mit. Jetzt habe ich keine Punkte mehr, okay. Vor etwa 1200 Jahren wurden die Turianer eingeladen, dem Zitadellrat beizutreten und eine Rolle als galaktische Ordnungsmacht zu bekleiden. Die Turianer verfügen über die größte Flotte im Zitadellsektor und stellen die zahlenmäßig größte Streitmacht innerhalb des Zitadell-Militärs. Als ihr Lebensraum und Einfluss größer wurden, entschieden die Turianer, sich mit den Salarianern in militärischer und mit den Asari in diplomatischer Hinsicht auszutauschen. Trotz ihrer weltraumgreifenden Siedlungspolitik kam die Führungsschicht der Turianer zur Einsicht, dass sie bei einer Auslöschung der beiden anderen Völker mehr verlieren als gewinnen würden. In der autokratischen Gesellschaft der Turianer gilt die Disziplin als hohe Tugend. Zudem zeichnen sie sich durch ein hohes Maß an individuellem und gesellschaftlichem Stolz aus. Seit dem Krieg des Ersten Kontakts von 2157 gibt es immer wieder Spannungen zwischen Menschen und Turianern. Die Turianer nennen diesen geschichtlichen Abschnitt den Portal 314-Vorfall.
Offiziell gelten die beiden Völker aber zurzeit als Verbündete und pflegen konfliktfreie, wenn auch zum Teil etwas unterkühlte, diplomatische Beziehungen. Die Allianz ist eine unabhängige und übernationale Regierung der Menschen. Sie vertritt die Interessen der Menschen und ist verantwortlich für die Verwaltung und den Schutz aller extrasolaren Kolonien und Stationen. Aus praktischen Gründen wurde die Allianz aus mehreren Raumfahrtabteilungen verschiedener Nationen gegründet. Die Planeten des heimischen Sonnensystems wurden jeweils von einzelnen Nationen erforscht und erschlossen. Die Kosten für die Kolonialisierung ganzer neuer Sonnensysteme können nicht von einer Nation allein getragen werden. Da die Menschen von der Existenz Außerirdischer überzeugt waren, gab es einen deutlichen politischen Willen, einen solchen internationalen Bund einzugehen. Allerdings genoss die Allianz vor dem Krieg des ersten Kontakts nicht den größten Respekt. Während die nationalen Regierungen noch darum stritten, wer die Aufgabe der Befreiung Shang-Chis übernehmen sollte, startete die Allianz ihren entschlossenen Angriff. Die öffentliche Anerkennung der Leistung der Allianz führte schließlich zur Gründung eines eigenen Parlaments und dem Mandat, die gesamte Menschheit zu vertreten. Ja. Es ist wahr, ich habe ihn gerade gesehen. Marschierte vorbei, als wenn er auf einer Mission wäre. Er ist ein Spectre, die sind immer auf Mission. Und wir immer brav im Schlepptau hinterher. Immer cool bleiben, Brett. Ich bin auf Eden Prime aufgewachsen, Doc. Das ist kein Ort, den Spectres besuchen. Da unten ist eine Fahrt. Etwas bei dieser Mission, das nee. Ist uns nicht doch hier rein. Was ist das für... Okay, damit muss ich erstmal klarkommen. Da oben steht das. Gott, ich gucke. Commander Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. So können wir ungestört sprechen. Muss der Captain mit dem Der Captain Schienen, wollte mich hier treffen. Er ist auf dem Wege. Ich habe ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Es soll sehr schön dort sein. Man hält es sogar für ein Paradies? Ja, ein Paradies. Friedlich, ruhig, sicher. Eden Prime ist für ihr Volk eine Art Symbol geworden, oder? Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Aber wie sicher ist es dort wirklich? Wenn Sie etwas zu sagen haben, dann raus mit der Sprache. Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Ja. Wir sollten dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht. Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. Ja, was ist hier? Dürfte ich Sie um eine Erklärung bitten, Captain? Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Es wird sicherlich einen Grund geben, warum Sie mir nichts davon erzählt haben, Sir. Das kommt von ganz oben, Commander. Es sollten nicht mehr Informationen als unbedingt notwendig bekannt werden. Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Okay. Ich dachte, die Proteaner wären vor 50.000 Jahren verschwunden. Ja, aber ihr Erbe ist noch da. Die Massenportale, die Zitadelle, das alles basiert auf proteanischer Technologie. Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. Wir könnten jetzt sehr gemein sein. Nein. Er klingt wirklich ein bisschen besorgt. Müssen wir mit Problemen rechnen? Mit Problemen muss man immer rechnen. Da ist noch etwas, Shepard. Niles ist nicht nur wegen des Senders hier. Er soll sie auch beurteilen. Hä, warum das denn? Was ist hier los, Captain? Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates.
Wenn sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Sie haben eine ganze Angriffswelle während des Gyllianischen Angriffs aufgehalten. Sie haben nicht nur Courage, sondern auch ihre Fähigkeiten bewiesen. Darum habe ich sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. Okay. Ich denke mal, das ist sehr gut. Es wäre eine gute Sache für die Allianz. Es ist eine Chance für die Erde, Shepard. Wir verlassen uns auf sie. Ich muss mir ein eigenes Bild ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Niles wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Erwarte Ihre Befehle, Captain. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem! Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen. Bringen Sie es auf den Bildschirm. Runter jetzt! Ja, Paradies, ne? Oje. Wir werden angegriffen! Erleiden schwere Verluste! Verschiedene Punkte! Danach bricht es ab. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Zurück und bei 38,5 halt. Statusbericht. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Tarnsysteme werden aktiviert. Das sind verdammt gewaltige Grabungsarbeiten, Captain. Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, Commander. Gehen Sie direkt runter und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Was ist mit Überlebenden, Captain? Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1. Niles, kommen Sie mit uns? Ich bin alleine schneller. Nein, es wird vor Ihnen auskundschaften. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Ansonsten will ich, dass Funkstille herrscht. Mike, Feedback on. Mike on. Bereit zum Alles Einsatz, gut. Sir. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück. Nähern uns Landestelle 2. Der Bereich um das Schiff ist sicher, Commander. Was zur Hölle sind das für... Hier ist es wirklich schlimm, Commander. Überall Feinde. Halten Sie Ihre... Oh Gott, was ist hier geschehen? Kein Kontakt, Commander. Liegt er denn da?
Ich drücke Y. Das muss das unten aufladen, oder wie? Sein Schild wurde förmlich zerfetzt. Er hatte nicht die geringste Chance. Lassen wir ihn, ja, genau. Manchmal sterben Marines eben. Der Rest von uns muss trotzdem weitermachen. Wir müssen immer noch den Sender finden. Jawohl, Ma'am. Kann ich hier nicht hinter die Deckung gehen? Ich kann mich ducken, das konnte ich glaube ich. Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Unzählige Leichen. Ich werde mich jetzt umsehen. Ich versuche, sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. Ich komme mit der Steuerung ab. Hat unendlich Money, okay. Wieso sind die Gäste böse? Ich will mal nachladen. Gunnery Chief Ashley Williams vom 212. Haben Sie hier das Sagen, Ma'am? Geben Sie mir einen Statusbericht, Williams. Wir patrouillierten gerade das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als Sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber Sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. Haben Sie eine Ahnung, mit was für einem Feind wir es hier zu tun haben? Ich glaube, das sind Geet. Die Geet haben den Nebel seit 200 Jahren nicht mehr verlassen. Die Geet. Warum sind sie jetzt hier? Sie müssen wegen des Senders hier sein. Die Grabungsstätte ist in der Nähe. Gleich hinter der Anhöhe. Er könnte noch da sein. Warum heißen die hier Geet und nicht Geth? Egal, schließen Sie uns Wir an, könnten bitte. Ihre Hilfe gebrauchen, Williams. Jawohl, Ma'am. Es ist Zeit für eine Revanche. Los geht's. Sturmgewehr. Ah, okay, das bin ich. Keine Punkte, keine Art Punkte. Gut. Der Sender ist am anderen Ende dieses Grabens. Steuerung.
Kameraempfindlichkeit hoch. Alles schon ein bisschen schneller, ja. Das ist die Grabungsstätte. Der Sender war genau hier. Er muss bewegt worden sein. Von wem? Von einem unserer Leute oder von den Geth? Schwer zu sagen. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir das Forschungscamp erreichen. Dann auf zum Camp. Es liegt direkt auf dieser Anhöhe. Die Rampe da hoch. Kleine Planänderung, Shepard. Vor Ihnen liegt ein kleiner Raumhafen. Ich will mich da mal umsehen. Ich warte dort auf Sie. Ah. Jetzt kann ich auch in Deckung gehen. Das ging gerade die ganze Zeit nicht. Dass da ganz oben am Bildschirm steht, was man dann aktivieren kann und... Oh Gott, das ist fertig. Das irritiert mich sehr. Wo soll ich denn hin? Ich renne jetzt wieder zurück, das ist falsch. Habe ich ja schon durchgesucht. Forschungscamp suchen, ja. Jetzt hoch, mein Gott. Oh je. Offenbar hat es das Camp schwer erwischt. Guter Platz für einen Hinterhalt. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Oh, die werden alle zu Husk. Oh Gott, sie leben noch! Sie haben die Geth ihnen angetan. Öffnen. Okay.
Ha, ich muss da zwischen die Lücke rein. Saren! Nylas! Das ist nicht Ihre Mission. Was machen Sie denn hier? Der Rat dachte, Sie könnten hier etwas Hilfe brauchen. Ich hatte nicht damit gerechnet, die Geth hier zu finden. Es sieht übel aus. Keine Sorge. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Ja. Was ist das da hinten? Ein Schiff. Man sehe sich nur die Größe an. Ich komme mit der Störung gerade überhaupt nicht klar. Zuweisen zu X, zuweisen zu A. Warum zu A? Ein Turianer? Sie kennen ihn? Er ist ein Spectre. Er war bei uns auf der Mauer. Da bewegt sich was. Hinter den Kisten. Augenblick! Nicht schießen! Ich bin einer von Ihnen! Ich bin ein Mensch! Warum schleichen Sie hier hinten rum? Es tut mir leid. Ich habe mich versteckt vor diesen Kreaturen. Ich heiße Paul. Ich habe gesehen, was mit dem Turianer passiert ist. Der andere hat ihn erschossen. Wovon zum Teufel reden Sie da? Es waren zwei Turianer hier. Ihr Freund und ein anderer, der sich Saren nannte. Ich glaube, sie kannten sich. Ihr Freund schien entspannt zu sein. Er vernachlässigte seine Abwehr und Saren tötete ihn. Schoss ihm direkt in den Rücken. Ich kann von Glück reden, dass er mich hinter den Kisten nicht gesehen hat. Wo ist Saren hingegangen, nachdem er Nylas getötet hatte? Er sprang auf den Frachtzug auf, in Richtung der anderen Plattform. War wahrscheinlich hinter dem Sender her. Ich wusste, dass dieser Sender Ärger bedeutete. Seit wir ihn gefunden haben, ist hier die Hölle los. Erst tauchte dieses verdammte Mutterschiff auf, dann kam der Angriff. Sie töteten jeden. Jeden! Wäre ich nicht hinter diesen Kisten gewesen, wäre ich jetzt auch tot. Wir müssen diesen Sender finden, bevor es zu spät ist. Nehmen Sie den Frachtzug. Den hat auch der andere Turianer genommen. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss von hier weg. Tschüss. Kann ich irgendwie die Steuerung umstellen? Ich würde das gerne irgendwie... Keine Ahnung.
Ah, das kann ich auch noch nachträglich ändern. Okay, ja, das will ich ja nicht. Ja, da muss ich damit klarkommen. Wow. Zu sprinten. Oh Mann. Ich komme überhaupt nicht klar mit der Steuerung. Setzt die Ladungen. Zerstört die ganze Kolonie. Hinterlasst keine Spuren, dass wir hier waren. Das kann man drauf schießen. Bitte, 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 bitte. Jetzt habe ich wieder Medik gegen. Sprengladung! Die Gate müssen sie angebracht haben. Tempo, Tempo! Wir müssen alle finden und deaktivieren! Das bringt auf der Range überhaupt nicht. Mich zerrissen. Hab ich Sprengladung! Nicht die Gate müssen sie angebracht haben. Tempo, Tempo! Nochmal. Wir müssen alle finden und deaktivieren! Thank you.
Also entweder schießen noch von irgendwo an, das will ich ja auf mich. Sprengladung! Die geht, müssen oder sie angebracht haben. Nicht dafür einstecken. Tempo, Tempo! Wir müssen alle finden und deaktivieren! Der letzte. Das wäre es jetzt. Jetzt habe ich den Gegner gekillt und dann sterbe ich trotzdem an der Bombe oder so. Die hatte ich schon. Wo hier unten? Tschüss. Oh, toll. Offensichtlich, unoffensichtlich. Wegdrehen muss. Na los jetzt! Ich komme mit der Steuerung überhaupt nicht klar. Sehr unangenehm zu spielen. Normandy, der Sender ist unfassbar. Sicher. Er bitte sofortige Abholung. Tatsächliche funktionierende Proteaner-Technologie. Als er ausgegraben wurde, hat er das noch nicht gemacht. Etwas muss ihn aktiviert haben. Roger, Normandy, ich warte. Toll, jetzt haben wir es kaputt gemacht.
haben das Schiff identifiziert, das auf Eden Prime gelandet ist. Es ist die Normandy, ein Allianzschiff der Menschen. Es war unter dem Kommando von Captain Anderson. Sie konnten die Kolonie retten. Und der Sender? Es kann sein, dass einer der Menschen ihn benutzt hat. Doktor? Dr. Chakwas? Ich glaube, sie wacht auf. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, Shepard. Wie fühlen Sie sich? Wie bin ich hierher gekommen? Wie lange war ich weg? Ungefähr 15 Stunden. Irgendetwas ist da unten wohl mit dem Sender geschehen. Es war mein Fehler. Ich muss eine Art Sicherheitsfeld aktiviert haben, als ich näher rangegangen bin. Und Sie haben mich dann weggestoßen. Wo ist der Sender jetzt? Was ist mit ihm passiert? Der Sender ist explodiert. Vielleicht eine Systemüberlast. Die Explosion hat sie umgehauen. Williams und ich mussten sie zurücktragen. Warum kein Krankenhaus? Hallo? Einfach danke. Gute Arbeit. Physisch gesehen fehlt Ihnen nichts. Aber ich habe einige ungewöhnliche Hirnaktivitäten festgestellt. Abnormale Beta-Wellen. Und außerdem eine Zunahme von REM-Phasen. Normalerweise ein Zeichen intensiver Traumaktivitäten. Ich habe gesehen, wie... Ich weiß nicht genau, was ich gesehen habe. Tod. Vernichtung. Es ist alles verschwommen. Ich sollte das im Bericht erwähnen. Vielleicht... Oh, Captain Anderson! Wie geht's dem Patienten, Doktor? Alle Werte scheinen normal. Der Commander wird sich bald erholt haben. Das ist schön. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Allein. Jawohl, Captain. Sie finden mich in der Offiziersmesse, wenn Sie mich brauchen. Dieser Sender hat Sie ja ganz schön erwischt, Commander. Und es geht Ihnen wirklich gut? Ich werde leben. Ich werde Sie nicht anlügen, Shepard. Die Situation ist kritisch. Niles ist tot. Der Sender ist zerstört. Die Geht greifen an. Der Rat wird Antworten erwarten. Von darlegen, was passiert ist, ja? Ich habe mir nichts vorzuwerfen, Captain, und ich hoffe, der Rat sieht es auch so. Ich werde für Sie und Ihren Bericht bürgen, Shepard. Meiner Meinung nach haben Sie alles richtig gemacht. Aber darum geht es jetzt nicht. Sondern um Zaren, diesen anderen Turianer. Zaren ist ein Spekter, einer der Besten. Eine lebende Legende. Aber wenn er mit den Geth kooperiert, ist er außer Kontrolle geraten. Und ein Spekter außer Kontrolle bedeutet Ärger. Zaren ist gefährlich und er hasst die Menschen. Er ist nicht nach Eden Prime gekommen, weil er die Menschen hasst. Das stimmt. Offensichtlich scheint Zaren mit den Geth zu kooperieren. Ich habe keine Ahnung wie oder warum. Aber es hat ganz sicher etwas mit diesem Sender zu tun. Sie waren da, kurz bevor der Sender sich selbst vernichtet hat. Haben Sie irgendetwas gesehen? Irgendeinen Hinweis darauf, was Zaren gesucht hat? Kurz bevor ich ohnmächtig wurde, hatte ich eine Vision. Eine Vision? Was für eine Vision? Machen wir es dramatisch. Künstliche Wesen. Vielleicht geht. Sie haben die Menschen abgeschlachtet. Sie haben niemanden verschont. Wir müssen dem Rat davon erzählen, Shepard. Was sollen wir ihnen sagen, dass ich schlecht geträumt habe? Wir wissen nicht, welche Informationen im Sender abgespeichert waren. Vielleicht etwas über proteanische Technologie. Vielleicht Pläne von früheren Massenvernichtungswaffen. Was immer da drin war. Jetzt hat es Zaren. Aber ich kenne Zaren, seinen Ruf und seine Ansichten. Er hält die Menschheit für einen Schandfleck der Galaxie. Dieser Angriff war ein Kriegsakt. Er verfügt jetzt über die Geheimnisse des Senders und über eine ganze Armee der Geth. Und er wird nicht aufhören, bis er die gesamte Menschheit ausgelöscht hat.
Wir machen das schon. Ich werde einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Das wird nicht ganz einfach sein. Er ist ein Spectre. Er kann überall hingehen und machen, was er will. Deswegen müssen wir den Rat auf unsere Seite bringen. Okay. Wir werden beweisen, dass Saren außer Kontrolle ist. Dann wird ihm der Rat seinen Status als Spectre entziehen. Ich werde den Botschafter kontaktieren und versuchen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren. Wir sollten ihn sofort nach Ankunft in der Zitadelle aufsuchen. Wir sind bald da. Gehen Sie hoch zur Brücke und sagen Sie Joker, dass er uns ins Dock bringen soll. Ja, der Anfang lief jetzt ein bisschen holprig. Vor allem die Steuerung macht mich völlig fertig. Ich sag's nochmal, es nervt bestimmt. Aber wenn man halt von Teil 3 oder so das gewohnt ist und jetzt ist alles ein bisschen total verkehrt. Na egal. Hier wird jetzt erstmal Pause gemacht und im zweiten Part geht's dann weiter. Dann euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.